Herzlich willkommen, hier ist eure Verena von Stamping Kreativ und ich habe euch heute eine neue Karte mitgebracht. Diese Karte habe ich gewerkelt mit dem Set Gänseblümchengruß und hier dieser Spruch wurde gestempelt von dem Set Beste nee, Blütentraum. Blütentraum, das ist dieses Set nach dem aktuellen Frühjahrskatalog mit dem Vogel und der schönen Rose. Und hier steht Beste Wünsche. Und das hier ist der Gänseblümchengruß. Wird übernommen im neuen Frühjahr-Sommer. Im neuen Jahreskatalog. So. Dann habe ich benutzt: hier ist das Pazifikblau Safrangelb und das Designerpapier. Ist das neue Designerpapier. Es ist Gartenimpressionen heißt es und es ist wirklich ein total schönes Papier, wo man viel damit anfangen kann. Ich mache mit euch heute genauso dieselbe Karte, nur mit anderen Farben. Und zwar habe ich mir überlegt, die Farben Wassermelone als Grundkarte und das neue Tannengrün. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was in den Designerpapieren, welche Farben drin vorkommen, stehen die hier alle nochmal hier auf diesen Aufklebern drauf. Also die nicht wegwerfen oder wenn ihr gar nicht weiter wisst, einfach in die Kataloge nochmal hineinschauen. So, wie gesagt, meine Karte ist 14,8 x 10,5, eine ganz normale Karte. Das tannengrüne Zwischenblatt hat die Maße 10,1 x 14,4 cm. Und dann brauchen wir noch von dem Designerpapier drei Streifen, jeweils mit 4,1 x 9,0 cm. Ich habe mir die schon zurechtgeschnitten. Und die werden hier drauf geklebt. Das machen wir jetzt gleich mal mit dem Tombow-Kleber. Ich lege alle, so wie ich sie gern haben möchte, auf meine Karte drauf. Wichtig ist dabei, oben und unten denselben Abstand und die zwei Abstände in der Mitte sollen auch gleich sein. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Zum Kleben lasse ich zwei immer liegen und klebe eins immer an. Von dem Kleber braucht ihr auch nicht viel, weil der Kleber klebt wirklich gut. Ich habe das jetzt nochmal umgedreht, weil ich oben das Wassermelone haben möchte, weil hier das Gänseblümchen drauf kommt. Und in dem Fall ist das Blau hier ein bisschen uninteressanter. So, das in der Mitte lasse ich mal liegen. Nehme ich das hier. Oh, voilà. So. Und oben soll auch derselbe Abstand ungefähr sein. So, und das Blatt noch in der Mitte. Dann kommen wir zum Gänseblümchen. Und zwar habe ich das schon vorbereitet. Ich habe
mich für die Farbe Wassermelone entschieden. Und hier ist das neue Stempelkissen in Tannengrün. Einfach aufschieben. Für diese Stempel braucht ihr die Stempelunterlage. So. Beim Gänseblümchen müsst ihr schauen, dass immer die gegenüberliegenden Seiten gerade stehen. Das Ganze zweimal. Dann hier ist die passende Stanze Gänseblümchen. Die Stanze mit dem Set bekommt sie jetzt noch für 38,50 im normalen Jahreskatalog. Das Set wird zwar übernommen, aber dann müsst ihr den vollen Preis bezahlen. Also was heißt vollen Preis? Ihr bekommt die 10% eben nicht mehr. Und dann seid ihr ungefähr bei die 45 Euro. Oder 42 Euro. So. Ich visiere den unteren und den oberen an. Dann kleben wir die zwei aufeinander. So, hinten drauf kommt noch ein Dimensional. Dann wäre hier das Gänseblümchen. So, weiter geht's. Auf der Karte seht ihr, ich habe hier drauf dieses neue gepunktete Band in Flüsterweiß. Das habe ich mir hier schon zurechtgeschnitten. Dieses Band hat 22 cm. Könnt euch eine Karte einfach nehmen und auch abmessen. Ich benutze dafür ganz gern das doppelseitige Klebeband. Ihr schneidet euch einfach 2-3 cm ab. So. Legt es drauf, eure Karte. So 2 cm ungefähr über den Rand. Und dann drehe ich das um und mache es hier schon mal fest. So, und dann gerade hin. Ein bisschen anziehen. Und das Klebeband drauf. Dann müsst ihr das nicht festkleben. Und habt gleich. Also ihr müsst es auch nicht abziehen. Ich lasse das ganz gerne so. Dann ist einfach fest drauf. So, dann kommt es hier drauf auf die Grundkarte. Auch
Kleber drauf. So. Schön gerade hinlegen. Benutze die Karos auch ganz gern, dass ich die Karten gerade hinkriege. So. Schaut gut aus. Dann das Gänseblümchen. Dass es hier nicht drüber steht mit den Blüten. So. Da rein. Kommt noch so ein Acetat. So ein Acetat oder ja, so ein Steinchen halt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die genaue Bedeutung, wie sie im Katalog drin steht. Wer möchte, kann auch vorher die Blütenblätter ein bisschen übers Falzbein ziehen. Dann schaut es ein bisschen plastischer aus, aber muss bei der Karte jetzt nicht sein. So, einfach ein bisschen so nach oben. So, schaut das ganz nett aus. So, dann habe ich hier den Spruch, beste Wünsche, zusammen mit dem Stempelset, eben mit den Sinlets. Und das ist sozusagen dieser hier. Einmal stempeln und durch die Bitshot ziehen. Ich habe das schon vorbereitet, dass das Video nicht so lang dauert. Ich habe diesmal den Glückwunsch genommen, dass ich ein bisschen Abwechslung auch habe. Den kleben wir hier auch mit der Mentioners fest. So, einmal links und einmal rechts. Und ich habe das jetzt nicht direkt aus Band geklebt, sondern ein bisschen erhöht. Dann kleben wir hier noch die Blume drauf. Die Blume, die gibt es auch nur noch im alten Jahreskatalog 2017 bis 2018. Das sind diese Holzblumen. Da habe ich jetzt die weiße Seite genommen. So, mit dem Präzisionskleber klebe ich die jetzt hier so auf. Genau, das. Bei der anderen Karte ist es die andere Blume. Könnt ihr euch ja entscheiden, wie ihr das machen möchtet. So, und dann fehlt uns noch hier eine Schleife. Und zwar ist das auch aus diesem Band. Ich habe da aber keine Schleife genommen, weil mit diesem Band eine Schleife zu machen ist sehr schwierig. Wenn ihr die Schleife zieht, dann reißt euch das Band. Das heißt, wenn ihr euch jetzt halt aus normalem Band eine Schleife halt 1 Ohr, 2 Ohr und dann zieht ihr euch die noch so ein bisschen rum, dann reißt euch das Band ein. Das kriegt dann wie hier so ganz dünne Fäden. Seht ihr das? Wenn man da ein bisschen dran zieht, dann geht es kaputt. Deswegen, entweder ihr legt es euch zur Schleife, also einfach so hinlegen. So. Und in der Mitte pappt euch irgendwas rein, dann sieht es auch aus wie eine Schleife. Oder ich habe jetzt hier wie eine Schleife das geformt. 1 Ohr, 2 Ohr und dann habe ich da keine Schleife gemacht, sondern so gerafft. Und dann mit einem weißen Band. Also Kordel in Flüsterweiß. Deckt es euch noch ein, die wird nämlich auch teurer. Und dann hier auf der Rückseite
zuknoten. Na, wenn es geht. Das ist jetzt der Vorführeffekt. So. Schön hinrichten und schön zuziehen hinten, nicht dass die wieder aufgeht. Am besten noch mal einmal knoten. So. Und dann schneide ich die hinten ganz kurz ab, dass man die nicht mehr sieht. So. Und dann hier auch. So. Dann hat man hier, wie ich finde, eine ganz süße Schleife. Schaut aus ein bisschen wie eine Bluse von einer Frau. Und die kleben wir jetzt hier mit so einem Glue-Dot. Das sieht man nämlich am wenigsten. So. Genau. Und somit ist die Karte schon fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr Fragen habt zum neuen Katalog, zu Produkten, die rausfliegen oder die noch bleiben, wenn ich euch einen Tipp geben darf oder sonstiges, schreibt mir eine Mail. Ich beantworte sie so schnell wie möglich oder so schnell ich darf. Wie gesagt, der neue Katalog ist nächste Woche, ist es schon, oder? Ne, übernächste Woche online. Ich schicke euch den auch gerne zu und einfach eine kurze Mail schreiben. Ich freue mich. Bis dahin, eure Verena von Stampin' Kreativ. Servus!